Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu CC's Red. Das ist wieder so ein Ja, wie nennt man das? So ein. Ja, warte mal. Wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht. So ein Film, wo man aber Entscheidungen trifft und halt, dass sich das sowas ein bisschen verändert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man das nennt. Auf jeden Fall haben wir schon so ein paar gespielt. Sowas wie The Complex haben wir ja gespielt. Erica haben wir gespielt. Habe ich noch eins auf dem Kanal gespielt? Ich habe privat einige gespielt, aber manche haben sich einfach nicht auch genug aufzunehmen, weil die kacke waren. Und das Spiel gibt es für die Switch. Also es gibt es auch für PC, habe ich gesehen. Für Handy sogar. Und für die Switch, also für keine andere Konsole. Wenigstens habe ich es nicht gesehen. Und da habe ich gedacht, weißt du was, kauf es dir, weil so teuer war es gar nicht. Ich habe es, glaube ich, fast sogar umsonst bekommen, weil ich diese Goldpunkte habe. Und da habe ich gedacht, dann gucken wir einfach mal. Ich drücke mal auf Neues Spiel. Achso, mein Controller ist noch an. Ah, okay. Nein, das war Galerie. Ah, okay. Ich weiß wieder, was es war. Das hatte so ein bisschen Probleme der Steuerung, glaube ich. So, jetzt aber. Ich hoffe, ich habe das Richtige angeklickt. Und ich habe es nämlich noch nirgends so gesehen mir an. Das war super deutlich, Mac. Und da habe ich gedacht, gucken wir mal. Jede Entscheidung zählt. Anfangen. Ja. Naja, ja, wir fangen an. Oh ja, ich muss ja denken, jetzt ist eine andere Steuerung mit dem Pro-Controller. Tipped off that a man had been killed in your club. Um die Leiche kümmern, liegen lassen. Ich sag mal liegen lassen. Ihr könnt immer in die Kommentare auch gerne eure Sachen reinschreiben, was ihr nehmen würdet. Und bei dem Spiel werde ich natürlich ein bisschen weniger reden, weil es ja so gesehen ein Film ist, den man sich anguckt, ne? Brilliant. Right. My phone? The tip was correct. Please call the investigators. Your colleagues will scare my clients. Can they come in through the back door? Are there cameras here? The cameras are in the public area. There's no signal here. Oh, you are so heavy, like a mammoth. You're so fat. Please help her. Stop. You need to wear gloves for that. And where do I find gloves? Use plastic bags. Okay. Bin wirklich gespannt, wie das Spiel ist.
Wouldn't it be better to wait for your team in my office? Am I right? If something goes wrong, you'll put all the blame on us. Not self-defense, it appears. Mr. Suhanov, how are you connected to Thailand? Tourism. I need more details. I doubt someone is killing your staff for petty theft. What do you mean, details? I haven't been there for 5 years. If what you say is true, why would anybody leave this message for you? Are you serious? Just because I'm the owner of this club, you think I'm a bad guy too, is that right? Just the type that leaves corpses behind. Are you telling me I should call my lawyer? No, not yet. But you might insist on his presence. It's all starting to make sense. Verlassen und auf Nummer sicher gehen. Würde ich sagen. Okay, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. So, die Spiele lohnen sich ja immer dann nochmal anders durchzuspielen. Restroom, okay. See right over there? See the gate? Behind the pink pool. Can you show me? Huh? Can you show me? Okay, but quick. Ob die zur Ablenkung da war? Oder ob das einfach nur Zufall war? Someone was walking towards him. This someone was clearly part of my staff. My guys wouldn't let him go without a fight. Versuchen abzulenken, sich verstecken. Muss natürlich auch immer schnell sein, weil die Sachen laufen natürlich auch immer so gesehen ab. Das ist so ein blödes Versteck, oder? That's it.
Lots of broken light bulbs today. Where? The storage room by the dance floor. Mr. Suhano, we've been tipped off... Hey. I was saying, we've been tipped off that a man had been killed in your club. It looks like he stood... right here, behind his back. You surround yourself with amateurs. Das Spiel geht auch gar nicht so lange. Ich glaube, so circa eine Stunde. Ich glaube, es kommt immer darauf an, auf welchen Kleidung man trifft. Muss mal gucken, wie viele Parts wir rausmachen. Ich will das nicht am Stück aufnehmen. Das finde ich immer blöd. Plan gehen. Wir machen nach Plan gehen, würde ich sagen. Wir gucken mal. Hand me the screwdriver. Okay. Yeah. Got it? You got it, bud? Uh-huh. Thanks a lot. About an hour ago. I'd say 30 minutes, no more. Mr. Sukhanov. Mr. Sukhanov. I remember. He had a tattoo on his neck. Some sort of Chinese writing, I don't know. Mr. Suhanov, do you know anybody with a tattoo like that? I don't. Was die I don't mit nee übersetzen. Okay. Thank you.
think it would interest him. Kann ich was wie Pause machen? Nee. Ups. Ich dachte, wir können doch die Pause machen. Doch, können wir wohl. Okay, da würde ich sagen, dass wir hier einen Cut setzen und schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Man sieht auch schon 10 und angesehen 11 von 62. Okay, auf jeden Fall danke schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.